So, mein Sohn, du bekommst von mir das neueste iPhone, aber ich möchte es in einem Jahr wieder zurückbekommen. Okay, danke, Papa. Wenn er es in einem Jahr zurückhaben möchte, könnte ich es jetzt für ca. 1000 Euro verkaufen. Wenn Apple dann nächstes Jahr ein neues iPhone auf den Markt bringt, wird dieses reduziert sein und ich kaufe es für weniger zurück und mache somit einen satten Gewinn. So, mein Sohn, ein Jahr ist um, her mit dem iPhone. Ja, bitteschön, aber um ehrlich zu sein, habe ich es an dem Tag, an dem du es mir gegeben hast, verkauft. In der Erwartung, dass der Preis sinken wird. Und so war es auch, jetzt habe ich es erneut gekauft, da es günstiger ist und ich habe sogar Gewinn gemacht. Hast du sowas gelernt? Ist nicht die feine Art, Matrose. Ja, Papa, ich folge Professor Finanzen und habe dir gerade gezeigt, was Leerverkäufe an der Börse sind. Also eine Aktie zu shorten. Der Sinn dahinter ist, die Aktie zurückzukaufen, sobald der Kurs sinkt. Hast du es nicht gleich sagen können, für die Erklärung hast du ein Jahr gebraucht? Naja, in diesem Video nur ein paar Sekunden, vorausgesetzt, man folgt Professor Finanzen. Ach, für die Zeitersparnis folge ich den Banausen jetzt auch.